Herr Präsident, geschätzte Kollegen! Die Gängelung der Bürger, insbesondere im Bereich des Individualverkehrs, nimmt leider weiter von Jahr zu Jahr zu. Unser heutiger Antrag hat nun die Zielrichtung, das drohende Dieselfahrverbot in München zu Fall zu bringen und bereits drohende Verschärfungen aus Brüssel entschieden entgegenzutreten. Zunächst gilt es, die Staatsregierung noch einmal dafür zu rügen, dass diese sich zum 1. Juni 2021 aus ihrer Verantwortung für die Aufstellung der Luftreinhaltepläne gemäß Artikel 75 oder Paragraph 75 des Bundesemissionsschutzgesetzes gestohlen hat und dadurch über 140.000 Dieselfahrer der grün-roten Landeshauptstadt quasi zum Fraß vorgeworfen hat. Dann aber, liebe Kollegen, möchte ich die Kollegen von CSU und Freien Wählern bei ihrer Ehre packen und sie in namentlicher Abstimmung heute dazu auffordern, Farbe zu bekennen. Sprich zu erklären, dass auch diese sich, so wie die AfD, schützend vor die betroffenen Dieselfahrer stellen möchte und stellen wird. Wenn der Münchner Stadtrat gegen die Stimmen von AfD und CSU erst am 21. Dezember beschlossen hat, überfallartig bereits zum 1. Februar ein Dieselfahrverbot zu verhängen, dann muss doch das Gerechtigkeitsgefühl jedes bürgernahen Abgeordneten in diesem Hohen Hause rebellieren, aufbegehren. Kann solch ein faktisch enteignungsgleicher Eingriff doch von Ihnen nicht so einfach widerspruchslos hingenommen werden. Das in nun 7 Tagen bereits in Kraft tretende Fahrverbot ist aus Sicht der AfD absolut unverhältnismäßig, sticht das Argument des Gesundheitsschutzes hier eben gerade nicht. Wären Sie ein bisschen ruhiger, freundlicherweise hier im Raum? Ich danke Ihnen herzlich. Es ist ein wichtiges Anliegen für die Bürger in München. Fakt ist, der von der EU festgesetzte Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickoxid ist rein willkürlich, was schon ein Vergleich mit den Grenzwerten für Büros und Wohnungen zeigt, gelten dort ja immerhin 60 Mikrogramm. Wer sich also 5 Tage die Woche, 8 Stunden lang 60 Mikrogramm aussetzen darf, der soll auf offener Straße aber vor 43 oder 45 Mikrogramm geschützt werden? Wie offensichtlich sinnentleert, ja schikanös ist das denn? Fakt ist, das Fahrverbot ist unsozial. Es trifft ganz überwiegend Menschen, denen es nicht möglich ist, schnell mal ein neues Fahrzeug zu erwerben, ganz unabhängig davon, dass ihnen auch niemand garantieren kann, wie lange denn ein Euro 6 Diesel noch genutzt werden darf, wenn es nach den grün-roten Individualverkehrshassern geht. Nur ein kleines Beispiel. Euro 5 Fahrzeuge wurden in Deutschland produziert und verkauft bis einschließlich September 2015. Das heißt, viele dieser Autos, die jetzt nicht mehr fahren dürfen, dann Ende des Jahres in dieser Stadt, sind gerade mal 7 Jahre alt. Fakt ist, die Grenzwertüberschreitungen beruhen doch vor allem darauf, dass die Stadt ihre Messstellen direkt an den Rand der problematischsten Straßenabschnitte platziert hat, statt wenigstens die von der EU gnädigerweise zugebilligten 10 Meter Abstand einzuhalten. Fakt ist, Grenzwertüberschreitungen konnten in München zuletzt nur noch an wenigen Stellen, nur noch an wenigen Tagen und auch dann nur für ganz wenige Mikrogramm festgestellt werden, sind die Stickstoffdioxidwerte in München in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken. Bräuchte es insoweit also nur noch maximal 1 oder 2 Jahren, bis keinerlei Überschreitungen dieses willkürlichen Grenzwertes mehr gegeben sein werden. Diese nun aber nicht abwarten zu wollen und dafür lieber Zehntausende von auf ihr Auto angewiesenen Menschen aus der Stadt auszusperren, ist aus Sicht der AfD jedenfalls inakzeptabel und, wie ich schon sagte, sehr unsozial. Fakt ist, durch das Dieselfahrverbot wird es zu einem drastisch erhöhten Verkehrsaufkommen auf den Schleichwegen durch die angrenzenden Wohngebiete kommen, wird insgesamt also sogar mehr NO2 emittiert. In Berlin wurde das nachgewiesen, weil es genau dort da passiert ist. Fakt ist, die Landeshauptstadt München
so wie vorher auch der Freistaat, lässt sich hier von einem windigen Abmahnverein regelrecht erpressen, ach ja, auch noch von einem Öko-Verkehrsclub, der Lastenfahrräder propagiert, etwas, dem wir Abgeordnete hier im Hohen Hause doch bitte eine ganz klare Absage erteilen sollten. Und weil die EU bereits darüber nachdenkt, die Grenzwerte noch weiter auf 20 oder gar 10 Mikrogramm abzusenken, die WHO hat es bereits empfohlen, ist auch der zweite Teil unseres Antrages von ganz überragender Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Bayern und verdient doch hoffentlich insoweit auch Ihre Zustimmung. Ich komme zum Schluss. Wir fordern den Landtag dazu auf, Brüssel unmissverständlich klarzumachen, dass Bayern sich weitere Verschärfungen dieses willkürlichen Grenzwertes nicht wird gefallen lassen. Wir fordern CSU und Freie Wähler, und ich schaue sie hier alle an, auf, sich mit uns zusammen schützend vor die verzweifelten Dieselfahrer zu stellen, wieder die Verantwortung für diese zu übernehmen und insoweit deshalb heute auch unserem Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.